Willkommen zurück am Donnerstag und du fragst dich jetzt vielleicht, wieso höre ich Tim, aber sehe ihn nicht? Das liegt daran, dass ich heute eine kleine Präsentation für dich dabei habe. Den Namen der Präsentation siehst du hier, Frauen ansprechen, warum klappt es nicht? Warum habe ich, beziehungsweise du, nicht den Erfolg mit Frauen, den ich gerne hätte? Es kann sein, dass du das Ganze ein bisschen lauter machen musst. Ich musste das mit meinem älteren Mikrofon aufnehmen, das so einen kleinen Wackelkontakt hat. Na, das wollen wir heute klären. Warum klappt es nicht mit Frauen? Vor allem, warum klappt es nicht mit den Frauen ansprechen? Aber wie wirst du allgemein erfolgreicher bei Frauen? Es gibt da nämlich eine Sache, die ich dir verraten werde, die du einfach umsetzen kannst, um deinen Erfolg mit Frauen zu erhöhen, um vor allem das Frauenansprechen für dich leichter zu machen. Dieses Video ist besonders dann interessant für dich, wenn du große Probleme mit Frauen ansprechen hast, und ich erkläre dir heute, warum das so ist und wie du das überwunden kriegst. Aber vorher ganz kurz, dieses Video ist Teil des Seminarpakets. Du kennst das Seminarpaket vielleicht schon aus anderen Videos. Ja, ich habe schon ein paar von den Seminarvideos hochgeladen hier auf YouTube. Das Seminarpaket kannst du dir hier im ersten Link in der Beschreibung sichern. Für euch YouTube-Zuschauer gibt es das zum Sonderangebot. Im Seminarpaket lernst du unter anderem diese Dinge, nämlich den kompletten Prozess vom High bis zur Beziehung. Das umfasst Schritt Nummer 1, das Ansprechen, das Kennenlernen, Meistern. Schritt Nummer 2, SMS, Texte, Anrufen. Schritt Nummer 3, schnelle Verführung, also wie man schnell eine Frau verführt, vom High bis ins Bett. Schritt Nummer 4, das Date und weiterführende Dates. Schritt Nummer 5, die Beziehung an sich. Und der Bonusschritt, Männlichkeit. Also du wirst da alles von mir erfahren in mehreren Stunden Inhalt, das du brauchst, um loszuziehen und den Erfolg mit Frauen zu haben, den du willst. Und auch dieses Video ist Teil des Seminarpakets. Und als Käufer des Seminarpakets wirst du auch regelmäßig die Updates bekommen, wie zum Beispiel dieses Video, was auch ein Update für das Seminarpaket ist. Also, bevor ich jetzt dir verrate, was der eigentliche Punkt ist und was die Sache ist, die du lernen musst, eine kleine Geschichte. Die Männer, die mich schon länger hier auf dem Channel verfolgen, wissen, dass ich letztes Jahr im Juni, auf einem 10-Tage-Meditationsrückzug war. Ja, da war ich also 10 Tage an einem Ort in Sachsen, wo wir mit niemandem sprechen durften, wir durften nicht lesen, wir durften nicht schreiben, wir haben 10 Stunden am Tag meditiert. Also es ging einfach darum, sich komplett nur mit sich selbst auseinanderzusetzen und wirklich 10 Stunden am Tag da zu meditieren. Also eine wirklich anstrengende Sache. Und während dieser Zeit habe ich eine Fähigkeit gelernt, und das ist die Fähigkeit, von der ich hier auch rede, und die Fähigkeit, von der ich dir heute zeigen möchte, warum sie so wichtig ist und wie du sie lernen kannst. Und ich erinnere mich, ich bin dann zurückgekommen von diesem Seminar und saß am Bahnhof, da in Hof hieß das sogar, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher, und hat mich mein bester Kumpel angerufen und hat mir erzählt, hey Tim, ich habe ein Problem, ich weiß nicht, ob ich mein Studium weitermachen soll oder ob ich lieber meine andere Sache verfolgen soll, die ich da gerne vielleicht machen würde. Und dieses Problem, das hatte er schon seit mehreren Jahren, also er ist immer wieder gewechselt zwischen Studium und dann wieder diese andere Sache, und er war sich immer unsicher, er konnte sich einfach nicht entscheiden, und es war schon wieder so an dem Moment, wo er mich angerufen hat. Und wo er mich angerufen hat, wusste ich in dem Moment ganz genau, was sein Problem ist. Ich wusste ganz genau, welche eine Sache ihm fehlt. Das war genau diese Sache, die ich beim 10-Tage-Meditationsretreat lernen musste, denn sonst hätte ich es da gar nicht durchgeschafft. Ohne diese Fähigkeit hätte ich das da nicht gepackt, wäre ich nach Hause gefahren. Und ich wusste, wenn er diese Sache lernt, dann wird er dieses Problem gelöst kriegen. Und das ist genau die Sache, die du lernen musst, um deine Probleme mit Frauen zu lösen, in den Griff zu bekommen. So, jetzt habe ich es spannend gemacht. Von was für einer Sache rede ich denn hier? Ich rede davon, dass du Probleme mit Frauen hast, Frauen nicht ansprechen kannst, weil du keine oder zu wenig Selbstdisziplin hast. Und ich will hier ganz klar unterscheiden zwischen Disziplin und Selbstdisziplin, weil das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Angenommen, du gehst zur Armee. Bei der Armee lernst du den Wert von Disziplin, denn bei der Armee musst du wahrscheinlich früh aufstehen, musst gewisse körperliche Sachen machen, musst da körperlich an deine Grenzen gehen und musst dich da disziplinieren. Ne? Also du wirst diszipliniert. Ja? Der Leiter sagt dir, hey, steh um 5 Uhr auf, und dann stehst du auf. Der Leiter sagt dir, hey, lauf jetzt einen 20-Kilometer-Marathon mit Gepäck, und dann machst du das. Oder 40 oder was die da machen. Das ist Disziplin. Aber Selbstdisziplin, also nur weil du zum Beispiel bei der Armee warst und Disziplin gelernt hast, heißt es nicht, dass du Selbstdisziplin gelernt hast. Denn wenn du dann nach Hause kommst und zum Beispiel dir ein eigenes Online-Business aufbauen willst, nehmen wir mal an, das wäre so,
dann brauchst du Selbstdisziplin. Denn das passiert ja nicht von alleine. Also da ist ja niemand mehr, der dir sagt, hey, jetzt setz dich hin und bau das da auf und mach endlich. Sondern du musst dich selbst disziplinieren. Niemand macht das von oben. Da ist kein General, kein Colonel, der das von oben für dich macht, sondern du musst dich selbst disziplinieren an dieser Stelle. Also da mal der Unterschied erstmal zwischen Disziplin und Selbstdisziplin. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Nur weil du diszipliniert wurdest oder weil du den Wert von Disziplin kennst, heißt das nicht unbedingt, dass du Selbstdisziplin hast. Und ich zeige dir dann später, wie man das entwickelt. Jetzt kommen wir erstmal dazu, warum das denn überhaupt wichtig ist für deinen Erfolg mit Frauen. Und da natürlich erstmal die Frage Selbstdisziplin. Wie genau definieren wir das? Was ist das eigentlich ganz genau? Und da habe ich dir eine schöne Grafik mitgebracht, die das anschaulich erklärt. Das ist dein Kopf. Im Regelfall ist der nicht blau, hier ist der blau. Außer du bist ein blaues Alien mit einem blauen Kopf, dann auch willkommen hier auf dem Channel. Ich bin mir sicher, du kannst auch noch einiges lernen und dein bestes Alien selbst aus dir herausholen. Das ist also dein Kopf und das ist eine Gedankenblase. Es gab hier leider keine Gedankenblasen, deswegen habe ich diese Blase genommen. Stell dir vor, es wäre so eine Gedankenblase. Wenn du jetzt Angst hast, eine Frau anzusprechen oder es fällt dir schwer, eine Frau anzusprechen, nehmen wir das mal als erstes Beispiel bei Erfolg mit Frauen. Ich komme gleich noch zu was anderem, aber nehmen wir an, du hast Probleme, eine Frau anzusprechen. Dann passiert in dieser Gedankenblase wahrscheinlich irgendwas hiervon. Zum Beispiel, ich schaffe es nicht. Ja, ich schaffe es nicht, die Frau anzusprechen. Ich kann das nicht. Ja, das habe ich auch. Was, wenn sie einen Freund hat? Was, wenn ich irgendwann nicht mehr weiß, was ich sagen soll? Was, wenn sie mir nicht ihre Nummer geben will? Was, wenn andere Leute zuschauen? Was, wenn sie mich abweist? Was, wenn XY passiert? Oder zum Beispiel, ich kann nicht oder ich bin nicht. Ich kann nicht Frauen ansprechen. Ich kann nicht flirten. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht mutig genug. Ich bin nicht gut aussehend genug. Ich bin nicht muskulös genug. Ich bin nicht reich genug, um meine Frau erfolgreich anzusprechen. Was auch immer es sein mag, da gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge, die da auftreten können. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, also zwei Dinge, die passieren können. Entweder, und ich baue hier mal gerade zwei Pfeile hin, entweder du hast Selbstdisziplin, wir kürzen das hier mit SD ab. Entweder du hast Selbstdisziplin und es folgt daraus, dass du handelst, also trotzdem die Frau ansprichst, oder du hast keine Selbstdisziplin und du handelst nicht. Ich sehe gerade, dass ich das falsch vorgelesen habe, also natürlich zuerst stand da, du hast keine Selbstdisziplin oben auf dem ersten Fall, das heißt, du handelst nicht, oder du hast Selbstdisziplin und das heißt, du handelst. Also hier wird schon klar, warum Selbstdisziplin wichtig ist. Selbstdisziplin ist also der entscheidende Faktor, der darüber entscheidet, ob du in Handlung trittst oder ob du nicht in Handlung trittst. Man könnte das auch Mut nennen, das ist also Mut ist der etwas heroischere Begriff. Selbstdisziplin ist der etwas psychologischere Begriff. Ja, wenn du keine Selbstdisziplin hast, dann handelst du nicht. Und wenn du Selbstdisziplin hast, dann handelst du. Das heißt, wenn du 5-mal diese Gedanken hast bei 5 Frauen, die du ansprechen willst und du hast jedes Mal Selbstdisziplin, hast du am Ende 5 Frauen angesprochen. Wenn du keine Selbstdisziplin hast, hast du am Ende 0 Frauen angesprochen. Ich denke, da wird schon mal klar, warum das wichtig ist. Also, man könnte sagen, deine Gedanken oder deine Konditionierungen, und darauf komme ich gleich noch genauer, sind stärker als du. Und deswegen handelst du nicht. Und im zweiten Fall könnte man sagen, bei der Selbstdisziplin, du bist stärker als deine Gedanken und Konditionierung und deswegen handelst du. Und auf Gedanken und Konditionierung möchte ich jetzt noch einmal genauer eingehen, denn das ist ganz wichtig zu verstehen. Konditionierung und Gedanken gegen du, also gegen dein eigentliches Selbst. Und da erstmal die Frage, wer bist du eigentlich? Und da habe ich geschrieben, man könnte sagen, du bist die Summe deiner Konditionierung und der daraus entstehenden Gedanken. Ich nenne das auch das passive Du, ja, passiv gegen aktiv, das passive Du. Konditionierungen sorgen für automatisches Verhalten. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn du zum Beispiel dir jeden Morgen die Zähne putzt und das immer wieder machst, dann konditionierst du dich darauf, dir automatisch deine Zähne zu putzen und dann wirst du automatisch nach dem Aufstehen irgendwann deine Zähne putzen. Oder was vielleicht noch ein einfacheres Beispiel ist, wenn du jeden Morgen irgendwie Facebook checkst oder Instagram checkst, nachdem du aufstehst, direkt nachdem du aufstehst, das ist eine Konditionierung, die geht super, super schnell, dann wirst du das wahrscheinlich jeden Morgen irgendwann ganz automatisch machen. Das ist eine Konditionierung. Ich glaube, das ist einfach zu verstehen. Und man könnte sagen, du bist die Summe deiner Konditionierung und der daraus entstehende Gedanken. Aber wie genau kann man sich das eigentlich vorstellen?
Stell dir eine Mutter vor und stell dir ein Kind vor. Das muss nicht unbedingt eine Mama sein, das kann auch ein Vater sein, das muss auch nicht unbedingt ein Kind sein, das kann auch ein erwachsener Mensch sein. Ich habe hier deswegen Mutter und Kind gewählt, weil Kinder sind am beeinflussbarsten und Mütter bzw. Väter sind die größten Autoritätspersonen eines Kindes. Das heißt, die Botschaften, die eine Mutter oder ein Vater dem Kind gibt, nimmt das Kind sehr bereitwillig an, weil das halt Autoritätspersonen sind. Ne? Je älter du wirst, desto weniger lässt du dich leicht beeinflussen. Und Kinder lassen sich da sehr leicht beeinflussen. Und jetzt nehmen wir mal an, die Mutter sagt diesem Kind oder bringt diesem Kind dauerhaft diese Botschaft bei. Du bist wertlos. Glücklicherweise machen das die meisten Mütter nicht. Manche Mütter machen das schon, glaube ich, unbewusst in ihrem Verhalten. Und da gibt es halt viele Probleme, aber das ist ein anderes Thema. Aber nehmen wir mal an, deine Mutter sagt dir jeden Tag, du bist wertlos. Und wenn man das oft genug wiederholt, dann prägt sich das ein bei dem Kind. Das ist eine Konditionierung. Ich glaube, das ist klar. Und die Schlussfolgerung ist dann, dass die Gedanken und Handlungen des Kindes sich darauf ausrichten und das Kind denkt dann, ich bin wertlos und handelt so, als wäre es wertlos. Das heißt, es wird wahrscheinlich in Gegenwart von anderen Menschen nie das Wort ergreifen, es wird schüchtern sein in der Gegenwart von anderen Menschen, es wird sich selbst kein Glück zuschreiben wollen oder sich selbst kein Glück zugestehen wollen und wird wahrscheinlich ständig in Probleme geraten, weil es halt wertlos ist und es irgendwann auch diese Prophezeiung erfüllen möchte. Aber das hier ist nicht die Wahrheit. Also ich bin wertlos, ist nicht die Wahrheit, denn das Kind ist nicht wertlos, es ist einfach nur. Ja, es wurde nur auf wertlos, auf diesen Begriff wertlos konditioniert. Bisschen komplex und ich erkläre es mal einfacher. Was ist das hier? Ja, ich musste es umgestalten, weil es eigentlich blau war und blau fand ich verwirrend, so wie du es wahrscheinlich auch verwirrend gefunden hättest. Was siehst du hier auf dem Bild? Wenn es dir wie die meisten Leute ergeht, dann wirst du denken, ja, das ist eine Zitrone. Richtig? Und meine Antwort darauf ist, relativ richtig. Ich könnte das Ding auch einen Apfel nennen und es wäre immer noch das, was es ist. Ich könnte das Ding auch sauer anstatt bitter nennen oder süß anstatt bitter und es wäre immer noch das, was es ist. An der Zitrone kann man das Ganze noch besser verstehen als mit dem Kind. An der Zitrone kannst du noch besser verstehen, was eine Konditionierung ist, als mit dem Kind. Das ist eine Zitrone, aber das ist nicht wirklich eine Zitrone, das ist einfach nur dieses Objekt, was du da siehst. Das ist auch nicht gelb, wir nennen das nur gelb. Das ist einfach das, was du da siehst. Ja, schau dir das Objekt an, das ist weder gelb, noch ist das eine Zitrone, noch ist es bitter, das ist einfach das, was da ist. Wir nennen es nur so. Wir könnten es auch Apfel, Grün und Süß nennen und es wäre trotzdem noch das Gleiche, das da ist. Also die Benennung dieses Objektes, in dem Fall nennen wir es Zitrone, ändert nichts am Objekt an sich. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ja, es ändert nichts am Objekt an sich. Ich hoffe, das ist soweit klar. Wir nennen es Apfel, es ist immer noch das da. Obwohl wir es eine Zitrone nennen. Es ist nur so genannt, okay? Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es ist nur eine Bezeichnung, nur eine Zuordnung und es ist nicht die absolute Wahrheit. Es ist eben nur relativ richtig. Und genauso ist es hier. Die Mutter sagt dem Kind, du bist wertlos. Und oft genug wiederholt prägt sich das bei dem Kind ein. Ich bin wertlos. Hier hat das tatsächlich schlimmere Auswirkungen, weil die Gedanken und Handlungen des Kindes ändern sich dadurch. Also die Gedanken und Handlungen der Zitrone oder was die Zitrone macht, ändert sich nicht dadurch, dass wir es Zitrone nennen. Das ist dann immer noch das Gleiche. Beim Kind ist es so, wenn du es wertlos nennst, also wenn du einen Menschen die ganze Zeit fertig machst, sage ich mal, dann wird er sich halt auch dementsprechend verhalten. Das heißt, hier macht das schon einen Unterschied. Aber trotzdem ist das Kind nicht wertlos, das Kind ist einfach nur. Ja, dieses Objekt, was wir Kind nennen, ist einfach nur. Genau wie das Objekt, was wir Zitrone nennen, einfach nur ist. Das sind nur Begriffe, okay? Das bist nicht du, wertlos, sondern du bist einfach nur dieses Objekt. Das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen. Du bist auch nicht dein Name, ich bin nicht Tim, ich bin schon Tim, aber eigentlich bin ich erstmal nur dieses Objekt. Wir nennen das Mensch, wir nennen mich Tim. Wir könnten mich auch Peter nennen und ich wäre immer noch das Gleiche. Ja, wir könnten mich auch Katze nennen und ich wäre immer noch das Gleiche. Es wäre kein Unterschied, das sind nur Begriffe. Ja, Worte sind nur Begriffe. Und jetzt wird auch klar, und das ist das, was ich hier einmal klar machen wollte, auch Gedanken, deine Konditionierung sind erstmal nur Begriffe und nicht die Wahrheit. Ja, du könntest es auch anders nennen, du könntest andere Begriffe verwenden oder du benutzt gar keine Begriffe. Das Witzige, was man sich mal überlegen muss, ist, wenn ein Kind noch keine Sprache kennt, kannst du dem Kind nicht sagen, du bist wertlos, denn das Kind versteht nicht, was du meinst. Das Kind kann sich nicht wertlos fühlen, weil es die Sprache nicht versteht. Um Selbstbewusstsein zu zerstören,
um das Kind dazu zu bringen, dass es sich selbstlos fühlt, wertlos fühlt, muss es die Worte verstehen, wertlos und du bist schlecht und was auch immer. Sonst geht das nicht. Es kann dieses Gefühl nicht spüren, wenn es die Worte nicht kennt. Beziehungsweise kann es das Gefühl schon spüren, aber es wird das Gefühl nicht negativ wahrnehmen, weil es die Worte dazu nicht kennt. Ja, du kannst dich zwar wertlos fühlen, aber wenn du nicht weißt, was wertlos heißt, dann wirst du einfach dieses Gefühl haben und es wird nicht schlimm sein, weil du verbindest es ja nicht mit dem Wertlos-Wort. Ja, also das ist erstmal wichtig zu verstehen, das ist immer nur relativ richtig, eine Zitrone ist keine Zitrone, du bist nicht du, sondern du bist erstmal nur das Objekt, auf ganz grundlegender Basis. So, jetzt nochmal zurück zu dem Bild von eben. Da ist der Kopf, da sind die Gedanken, so, und deine Gedanken, das bist nicht du. Ich denke, das ist jetzt relativ klar geworden, diese Gedanken sind nicht du, denn diese Gedanken sind nur deine Konditionierung. Und in diesem Fall, könnte man sagen, du bist nicht du, sondern du bist in dem Fall nur deine Gedanken und Konditionierung. Wenn du nach den Gedanken und Konditionierung handelst, bist du deine Gedanken und Konditionierung. Aber du bist eigentlich etwas ganz anderes. Du bist das, was man Selbstdisziplin nennen könnte. Also Selbstdisziplin, wenn du Selbstdisziplin anwendest, dann bist du das wirklich. Ansonsten sind das nur deine Gedanken und Konditionierung und die, das wissen wir ja jetzt, sind nicht du. Und man könnte das also folgendermaßen beschreiben, Also Konditionierung und Gedanken sind von außen bestimmt passiv. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen. Ich kann mich nur wertlos fühlen, wenn jemand von außen mir sagt, ich bin wertlos. Das muss von außen anfangen, denn ich kann das von innen nicht anfangen, denn ich kenne die Worte nicht. Das heißt, von außen muss mir erstmal jemand dieses Konzept beibringen, wertlos, dieses Konzept Zitrone, sonst verstehe ich das nicht. Jemand hat mir von außen beigebracht, was wertlos bedeutet, dass es etwas Schlechtes ist, und dann hat man mich wertlos genannt und dann habe ich mich schlecht gefühlt. Das ist eine Konditionierung. Ja? Und dann sagen meine Gedanken, du bist wertlos. Aber ich bin nicht wertlos, das ist nur die Konditionierung, nur die Gedanken und das bin nicht ich. Du bist nicht die Zitrone ist nicht die Zitrone, du bist nicht du, du bist nicht dein Name. Die Disziplin, deine Willenskraft, das ist das, was du eigentlich bist, weil das ist das Aktive. Ja? Das ist das Aktive gegen deine passiven Konditionierungen und Gedanken. Das heißt, wenn du da stehst und dir denkst, oh nein, ich bin nicht gut genug, die Frau anzusprechen, das ist deine Konditionierung. Das bist nicht du. Das ist die Zitrone, Zitrone zu nennen. Wenn du dann aber die Selbstdisziplin benutzt, um zu handeln, also deine Gedanken sozusagen nicht zu ernst nimmst oder sie einfach wahrnimmst und sagst, gut, da sind die Gedanken und jetzt in die Handlung mit meiner Selbstdisziplin, dann bist du in dem Moment eigentlich erst wirklich du. Vorher warst du nur die Zitrone oder die Konditionierung, der Gedanke. Na, das ist ganz wichtig zu verstehen. Ne, das ist Selbstdisziplin. Selbstdisziplin bist eigentlich das Einzige, was wirklich du ist, ist deine Disziplin, wenn du Disziplin anwendest. Ansonsten bist du passiv, konditioniert von außen, deine Gedanken. Ne, wenn du nach deinen Gedanken handelst, dann bist du passiv von außen bestimmt. Da nochmal drauf zurückgeschlossen, ich spule hier einmal vor. Die Schlussfolgerung ist also, um das nochmal klar zu machen, warum das wichtig ist, also jetzt wird nochmal klar, warum das wichtig im Zusammenhang mit Frauen ansprechen ist oder Erfolg mit Frauen allgemein. Die Disziplin sorgt dafür, dass du handelst, statt passiv zu bleiben, also dass du aktiv wirst, statt dich von deinen Gedanken und Konditionierung kontrollieren zu lassen. Und im Umkehrschluss heißt das, die Handlungen führen dann zu dem Ergebnis, von dem wir eben gesprochen haben, nämlich dem Erfolg mit Frauen, dem Frauen ansprechen. Du willst mehr Erfolg mit Frauen, du willst Frauen ansprechen. Der erste Schritt ist Disziplin haben, denn dann wirst du aktiv, kannst diese passiven Konditionierungen und Gedanken übergehen und dann kommt die Handlung und die Handlung führt irgendwann zum Ergebnis, dem Erfolg mit Frauen, dem Frauen ansprechen. Ich denke, das ist klar. Ein anderes Beispiel, warum Disziplin wichtig ist im Umgang mit Frauen. Was siehst du hier? Du siehst hier Folgendes. Eine riesige Welle trifft auf Land. Und das ist ein Beispiel für das, was ich dir gleich zeigen möchte. Nämlich, wir nennen es mal der Sturm des Weiblichen, der Sturm der Frau. Und nur mal, um es klarer zu machen, das ist jetzt ein bisschen off-topic. Das Weibliche ist der Sturm, ja, das Unwetter, das Gestüme, das Wasser und das Männliche ist hier dieses Land, der Fels in der Brandung, sagt man ja auch, ja. Frauen sagen immer, sie möchten einen Mann, an den sie sich anlehnen können. Sie möchten jemanden haben, der ihr Fels in der Brandung ist. Das Männliche ist der Fels. Das Männliche ist das Unbewegliche, das Robuste. Das Weibliche ist das sich bewegende, fließende, starke, wilde Wasser, okay? Und das Beispiel, von dem ich hier rede, da kommen wir jetzt leider genauer zu, ist
Stell dir mal eine Beziehung vor. Wir stellen uns eine Beziehung vor ohne Selbstdisziplin. Also der Mann hat keine Selbstdisziplin. Da oben steht es ohne SD. Und jetzt kommt das, was ich eben auf dem Bild gezeigt habe. Die Frau wird wütend. Ja, die Frau wird wütend heißt einfach, ein Sturm zieht auf. Okay? Die Frau wird wütend. Und jeder, der mal in einer Beziehung war, kennt das sicherlich. Die Frau wird wütend, die Frau ist traurig, die Frau hat irgendeinen emotionalen Ausbruch. Jeder, der mit Frauen irgendwann mal in gewisser Weise zu tun hat, kennt das. Die Frau ist unsicher, die Frau weint, die Frau rastet aus, die Frau ist traurig, die Frau ist irgendwas. Ja, es ist ja ganz klar, in diesem Fall wird die Frau wütend. So, und was jetzt passiert, wenn der Mann kein SD hat, also keine Selbstdisziplin, dann passiert Folgendes. Der Mann lässt sich in die Wut automatisch und konditioniert mit reinziehen. Dann setzen vielleicht die Gedanken ein, oh nein, ich will sie nicht verlieren, jetzt ja nichts Falsches sagen etc. Und das führt dann dazu, dass der Mann sich klein macht, es versucht der Frau recht zu machen, dann verliert die Frau Respekt für den Mann und die Beziehung endet. Also ohne Selbstdisziplin kann es sein, dass die Beziehung endet, wenn es zu Streits kommt. Weil die Frau wird wütend und du kennst das sicherlich, angenommen jemand beleidigt dich, jemand sagt zu dir Arschloch. In den meisten Fällen wirst du dann automatisch, also konditioniert, wütend, richtig? Du stehst nicht da und überlegst dir, soll ich jetzt wütend werden? Macht das Sinn? Ja oder nein? Ich mache mal eine Strichliste in meinem Kopf und gucke mal, wie das aufgeht, logisch. Nein, natürlich nicht. So passiert es meistens nicht. Du wirst einfach wütend. Das ist Automatismus. Das ist Kondition. Du bist automatisch konditioniert. Reagierst auf Wut mit Wut. Reagierst auf die Beleidigung mit Wut. Okay, so passiert es ja auch. Der Mann wird also mit reingezogen, ganz automatisch, weil er nämlich keine Selbstdisziplin hat. Ja, er geht in seinen Gedanken verloren, hat Angst. Ohne Selbstdisziplin nimmt er seine Gedanken zu ernst. Er denkt, seine Gedanken wären die Wirklichkeit. Du erinnerst dich zurück, die Zitrone ist nicht die Zitrone, aber wir denken, die Zitrone sei die Zitrone. Der Junge denkt, er ist wertlos, aber er ist nicht wertlos. Der Mann denkt, seine Gedanken wären die Wirklichkeit. Oh nein, ich habe Angst, sie zu verlieren, jetzt ja nichts Falsches sagen. Er denkt, das ist die Wirklichkeit. Er hat nämlich keine Selbstdisziplin. Deswegen macht er sich kleiner, die Frau verliert den Respekt vor ihm und die Beziehung endet. Ich bin mir sicher, viele Leute, die hier zuschauen, haben schon mal eine Beziehung gehabt, die genau so geendet ist. Ja, die Frau. Also im Pickup-Jargon sagt man ja auch immer, die Frau testet dich. Die Frau testet dich mit diesem emotionalen Sturm. Du hältst nicht stand, du bist nicht der Fels in der Brandung, wie hier im Bild, sondern du bist eine Insel, die zusammenbricht, eine Insel, die sich wegschwemmen lässt. Bist nicht der Fels in der Brandung, hast den Test der Frau nicht bestanden, den Test des Weiblichen nicht bestanden, du warst nicht das Männliche. Und das hat die Schlussfolgerung, dass die Frau sich irgendwann von dir trennt. Natürlich passiert das nicht unbedingt nach dem ersten Sturm, aber das ist ja auch wieder eine Konditionierung. Wenn der Streit mit der Frau immer wieder so abläuft wie hier, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, dann wird er natürlich immer wieder so ablaufen. Das ist ja wie, ich es eben gesagt habe, Zähne putzen oder an ein Smartphone gehen. Je öfter du das machst, desto automatischer wird das. Und wenn der Streit immer so abläuft, dann wird er natürlich auch in Zukunft wahrscheinlicher so ablaufen. Und wenn das einige Male so passiert, dann hat die Frau irgendwann keinen Bock mehr und verlässt meistens die Beziehung. Und viele Männer kennen das. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal mit Selbstdisziplin an. Also gleiche Situation, die Frau wird wütend und jetzt kommt der große Unterschied. Der Mann lässt sich nicht in die Wut automatisch konditioniert mit reinziehen. Die Gedanken setzen zwar vielleicht noch ein, also Angst, sie zu verlieren, jetzt nichts Falsches sagen, aber er benutzt seine Selbstdisziplin, um die Ruhe zu bewahren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es kann immer noch sein, wenn du Selbstdisziplin entwickelst oder hast, dass Gedanken einsetzen. Es kann immer noch sein, dass du vor der Frau stehst und dir denkst, oh nein, was, wenn sie mich ablehnt? Aber... Und es ist auch okay, dass die Gedanken da sind. Lass sie da sein, ist ja nicht schlimm. Aber deine Selbstdisziplin gibt dir die Kraft, diese Gedanken nicht zu ernst zu nehmen, nicht zu glauben, diese Gedanken wären die Realität. Die Zitrone, die eigentlich keine Zitrone ist, der Junge, der eigentlich nicht wertlos ist. Deine Selbstdisziplin gibt dir an dieser Stelle die Kraft, nicht in deinen Gedanken verloren zu gehen. Ja, er benutzt seine SD-Selbstdisziplin, um die Ruhe zu bewahren. Er benutzt sie, um das hier zu sein. Oh nein, so weit zurückgespult. Er benutzt sie, um das hier zu sein, nämlich der Fels in der Brandung. Ja, die Ruhe, okay. Das Wasser prallt auf den Fels, es macht den Fels aber nicht aus, denn er bleibt ruhig. Der Fels wird nicht weggespült. Der steht am Ende noch genauso da, wie er davor da stand. Nach dem Sturm. Denn der Sturm ebbt ja auch ab. Kommen wir gleich zu. Also, mit SD. So. Er bewahrt die Ruhe. Jetzt kommt das nächste. Und da siehst du, die beiden sind gleich groß gezeichnet, eben war der Mann kleiner. Der Mann begegnet der Frau mit Stärke und auf Augenhöhe. Der Sturm klingt dann irgendwann ab. Sie kann ihm voll vertrauen
Und Selbstdisziplin hat wieder mal einen Sieg eingefahren. Ja, also das sind diese, ich habe dir ja zusätzlich jetzt gerade noch erklärt, darum ging es eigentlich nicht, habe ich dir zusätzlich erklärt, wie man Konflikte in einer Beziehung regelt, was du für eine Art Mann sein musst, um eine Beziehung dauerhaft aufrechtzuerhalten. Ja, die Frau wird dich testen, das ist nichts Aktives, die Frau testet dich mit ihren Launen, mit ihren Stürmen und will, dass du standhältst, will, dass du ruhig bleibst, will, dass du voll aufmerksam bleibst und danach immer noch der gleiche Mann bist, der du vorher warst. Sie will nicht, dass ihr Sturm dich verändern kann, denn sie braucht den Fels in der Brandung, die starke Schulter, an den sie sich anlehnen kann. Und wenn sie das merkt, wenn du einfach in diesem Sturm stehen bleiben kannst und danach, wenn der Sturm abgeklungen ist, immer noch der gleiche bist, dann hast du den Test bestanden, dann kann die Beziehung wachsen, kann sie positiv werden, dann wird die Frau dir in die Arme fallen, wird dich lieben, wird großartigen Sex mit dir haben, wenn du diese Tests, diese Sturmtests, könnte man sie auch nennen, bestehen kannst, ja, weil der Sturm ebbt ja auch irgendwann ab, ganz klar, also du kennst es selbst, wenn du mal starke Emotionen gespürt hast, irgendwann sind die auch einfach wieder vorbei, ist genau wie auf dem Bild hier, da ist der Sturm, da ist die Insel ist standhaft und wenn dieser Sturm vorbei ist, und der wird ja irgendwann vorbei sein, irgendwann werden die Wellen wieder kleiner sein, wenn das so ist, dann wird die Insel doch genauso dastehen wie vorher. Das ist das Weibliche, der Sturm, der auch irgendwann wieder abebbt und dann wieder von Neuem kommt. Das wird übrigens immer so bleiben bei Frauen in der Beziehung. Viele Männer erleben das, wie die Frau ausrastet und denken sich, oh nein, was habe ich da für eine Frau bekommen? Aber das ist nun mal so, das ist Teil des Weiblichen und das wird auch immer so sein, das wird immer so weitergehen, die wird dich immer wieder testen. Wenn du eine Insel im Meer bist, wird immer wieder ein Sturm kommen, da kannst du gar nichts gegen machen, das ist nun mal die Natur der Dinge. Ja, du musst das Männliche sein, das Standhafte sein und um das sein zu können, brauchst du, jetzt haben wir es wieder, SD, Selbstdisziplin, denn dann passiert das hier. Frau wird wütend, du lässt dich nicht automatisch reinziehen und bewahrst mithilfe der Selbstdisziplin deine Ruhe. Dadurch merkt die Frau deine Stärke, du begegnest ihr auf Augenhöhe, der Sturm klingt dann ab und sie kann dir voll vertrauen. Ne? Und so hilft dir Selbstdisziplin dabei, Frauen anzusprechen, aber auch zum Beispiel in Beziehungen und übrigens auch auf jedem anderen Schritt mit einer Frau. Das heißt, wenn du eine Frau verführst und die Frau gibt dir ganz viele Tests, dann wirst du auch Selbstdisziplin brauchen, um diese Tests zu bestehen. So, wie entsteht jetzt aber SD? Das willst du natürlich wissen. Wir haben die ganze Zeit darüber geredet. Das willst du natürlich auch wissen. Wie schaffe ich es denn, das zu entwickeln? Ganz einfach. Du schaffst das, indem du dich deinen Konditionierungen in Gedanken stellst und trotzdem handelst. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel und gebe dir gleich noch ein anderes. Angenommen, du willst Fallschirm springen aus einem Flugzeug und während du da oben bist, während es kurz vorm Sprung ist, wirst du dir sicherlich denken, nein, ich tue das nicht, nein, tu das nicht, sag dem Piloten Bescheid, dass der umdrehen soll, nein, ich springe hier nicht raus, das ist gefährlich, das war eine doofe Idee, ich mache das nicht. Du wirst wahrscheinlich 1000 Gedanken haben, die dir sagen, dass du es nicht machen sollst. Dein Körper, während du dann an diesem Fenster sitzt, wo man rausspringt, du wirst dich festkrallen am Flugzeug, du wirst nicht in die Tiefe springen wollen, das sind deine Konditionierungen, deine Gedanken, denen du dich in diesem Moment stellen musst. Die Gedanken sind da und die wollen dich sehr stark beeinflussen. Die wollen dir sagen, nein, spring nicht, tu es nicht. Aber du handelst trotzdem und springst trotzdem und in diesem Moment hast du deine Konditionierung und Gedanken sozusagen besiegt. Du warst stärker und hast Selbstdisziplin benutzt und damit stärker entwickelt. Jetzt kommt natürlich das Paradox, oder könnte man sagen, das ist ein bisschen paradox, wenn ich mich nicht traue, Frauen anzusprechen, weil ich keine Selbstdisziplin habe. Aber ich muss Selbstdisziplin aufbauen, indem ich Frauen anspreche. Also ich habe ja gesagt, du musst dich deinen Gedanken und deinen Ängsten Konditionierungen stellen. Das ist natürlich paradox, weil ich sage, du kannst nur Frauen ansprechen, wenn du Selbstdisziplin hast. Und du musst Frauen ansprechen, um Selbstdisziplin aufzubauen. Das ist paradox. Aber glücklicherweise, wie ich es dir gerade erklärt habe, du kannst dich auch anderen Herausforderungen stellen, die deine Gedanken und Automatismen auf den Plan rufen. Ja, wie zum Beispiel aus dem Flugzeug zu springen. Das wird deine Gedanken auf den Plan rufen. Das wird deine automatischen Gedanken, deine Automatismen auf den Plan rufen. Anderes Beispiel, unsere aktuelle Challenge, wir stehen ja gerade in dieser Woche jeden Morgen um 5 Uhr auf, da werden wahrscheinlich Gedanken kommen wie, nein, steh nicht auf, schlaf weiter, das sagt dein Kopf dir, warum solltest du aufstehen, du kannst noch schlafen, lass den Scheiß, was bringt das denn, das ist doch Quatsch. Ja, dein Körper wird dir sagen, geh weiter schlafen und du sagst, ich stehe heute auf, ich stehe jetzt auf. Das, was sagt, ich stehe auf, das bist eigentlich du. Alles andere ist dein Kopf, deine Konditionierung. Hier muss man einen kleinen Unterschied machen, denn dein Körper ist dein Körper und wenn dein Körper dir sagt, du brauchst Ruhe oder du brauchst eine Pause, dann solltest du darauf hören, absolut.
Aber auch die Signale seines Körpers kann man lernen, misszudeuten. Also wenn du halt angenommen, du gehst jeden Tag ins Fitnesscenter und wirst dann richtig krank, dann sagt dein Körper dir wahrscheinlich, hey, das ist ein bisschen zu viel, mach mal ein bisschen langsamer. Und dann solltest du auch zum Beispiel, während du krank bist, nicht immer noch ins Fitnesscenter gehen, denn dann wird es einfach gefährlich. Also dein Körper sagt dir da manchmal die richtigen Signale. Es geht hier wirklich mehr um die Gedanken, um deine Konditionierung, weil wenn du jetzt vor einer Frau stehst und die Frau ansprechen willst, dann hält dich ja auch nicht dein Körper auf, sondern dann hält dich deine Gedanken und deine Konditionierung auf. Aber man kann auch seinen Körper disziplinieren. Nur muss man da halt einfach ein bisschen aufpassen, denn der Körper gibt dir da schon die richtigen Signale. Unsere Gedanken oft nicht. Denn wenn du jetzt früher mal auf "Ich bin wertlos" konditioniert wurdest, das war sicherlich nicht dein Plan. Dein Körper gibt dir gute Signale. Dein Körper sagt dir, hey, guck mal, du trainierst zu viel, bitte hör mal auf, sonst wird das ein Problem, sonst kriege ich echte Probleme. Dann hörst du auf und dein Körper hat dir was Gutes getan. Deine Gedanken, die dir sagen, du bist wertlos, sprich die Frau nicht an, tun dir aber nichts Gutes. Ja? Dein Körper arbeitet hier für dich, deine Gedanken arbeiten, wenn du Probleme mit Frauen hast, in den meisten Fällen gegen dich. Deswegen möchtest du deine Gedanken mit deiner eigenen Stärke, mit der Selbstdisziplin überschreiben. Das kannst du dir vorstellen, wie wollen sie dieses Textdokument überschreiben, nicht speichern, abbrechen. Du klickst auf Überschreiben und speicherst es. Und genau, setzt in dem Moment deine Selbstdisziplin ein, indem du dich eine Herausforderung stellst. Also Selbstdisziplin aufbauen, stell dich regelmäßig Situationen, die dich gedanklich oder körperlich herausfordern. Zum Beispiel könntest du regelmäßig an unseren YouTube-Herausforderungen teilnehmen, die wir hier machen, wahrscheinlich alle 2 Wochen, wo ich dir und mir, also euch allen, eine Herausforderung stelle, dann ziehen wir die zusammen durch. Dazu muss man sagen, das ist natürlich auch wieder ein bisschen Disziplin von oben, weil ich dir sage, hey, das ist die Herausforderung. Selbstdisziplin wäre es, wenn du dir selbst eine Herausforderung suchst, aber mach auf jeden Fall bei diesen Herausforderungen mit, denn dann lernst du erstmal den Wert von Disziplin, denn wir gehen ja heute alle zum Beispiel nicht mehr zur Armee. Genau. Dann lernst du dein starkes und aktives Selbst zu aktivieren und lässt dich nicht mehr von behinderten Gedanken aufhalten. Das heißt, du hast mehr Erfolg bei Frauen. Darum ging es ja, um Erfolg bei Frauen, um Frauen erfolgreich ansprechen. Und zwar dadurch, dass du dein starkes, aktives Selbst, deine Selbstdisziplin, das, was du eigentlich bist, nicht die Zitrone, sondern das Objekt, aktivierst und dich nicht mehr von diesen Gedanken aufhalten lässt. Die sind vielleicht noch da, aber du bist stärker, dein Selbstbewusstsein hat die Stärke, diese Gedanken zu übergehen. Dann handelst du und hast mehr Erfolg bei Frauen. Schön, dass du dabei warst. Hier kannst du den Channel abonnieren auf dem Pfeil. Das unterstützt mich, deswegen abonniere bitte einmal für mich. Coaching-Bewerbung kannst du dich für einen letzten Coaching-Plätze dieses Jahr bewerben hier auf dem Pfeil da unten. Und auf dem anderen Pfeil geht es zum letzten Video auf dem Kanal. Schön, dass du hier warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Und wie gesagt, du kannst das komplette Seminarpaket im ersten Link in der Beschreibung kaufen. Wir sehen uns Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.